Am Samstagmorgen gab es einen besonderen Besuch im Wintercafé der AWO Heiligenwald. Die Europaabgeordneten Manuela Ripa, ÖDP, und Sarah Wiener, Grüne, waren gekommen, um zu kochen. Eine gelungene Aktion für die zahlreichen Gäste. Dann habe ich der Frau Ripa gesagt, wie wäre das dann, wenn ihr zwei kocht kämen. Und die Frau Wiener hat dann gerne zugesagt, sie ist sowieso. Und war für uns eine tolle Aktion oder ist eine tolle Aktion. Ist natürlich auch eine tolle Sache, dass die beiden sich da bereit erklärt haben. Und was wichtig ist für uns, es war ja Bahnstreik gewesen, ja. Und die beiden hatten nicht gleich gewusst, ob sie überhaupt mit der Bahn kommen können. Ja. Und sie haben dann schon vorsorglich gesagt, wir kommen mit dem Auto, wir kommen auf jeden Fall hierher. Und das ist für uns eine tolle Sache. Das Ehrenamt wird dadurch auch anerkannt. Und ich sage es mal ganz grob und salopp und ein bisschen angeberisch. Heiligenwald, die AWO, ist jetzt auch im Europaparlament bekannt. Nach dem Essen lud Sarah Wiener noch zu einem Spiel ein, bei dem die Teilnehmer für die richtige Antwort eine kleine Belohnung erhielten. Manuela Ripa, Spitzenkandidatin der ÖDP für die Europawahl, betonte die Wichtigkeit der Wintercafés. Also mir heute hier vor Ort ist es wichtig, dass ich erstmal die AWO die Arbeit unterstütze, mit meiner Präsenz auch auf die Arbeit aufmerksam mache, weil ich finde, diese Wintercafés sind ganz wichtig, nicht nur um Menschen zu helfen, sondern ihnen auch eine Begegnungsstätte zu präsentieren. Wir haben immer mehr eine Vereinsamung. Einsamkeit spielt eine ganz große Rolle und deswegen begrüße ich solche Wintercafés, dass Leute hierher kommen, miteinander sprechen können und einen Austausch haben. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass es nicht nur Wintercafés, sondern auch Sommercafés gibt. Und was ich mit meiner Präsenz auch noch für mich wichtig ist darzustellen, auch die ehrenamtlichen Helfer, die hier so viel Herzblut reinstecken, dass sie auch entsprechend ihre Arbeit gewürdigt werden. Denn das ist ganz eine großartige Arbeit, die sie leisten. Und deswegen unterstütze ich das immer gerne. Ich war letztes Jahr hier, bin dieses Jahr wieder hier und ich mache das wirklich von Herzen gerne. Bei der Auswahl der Zutaten wurde natürlich besonderen Wert auf die Qualität gelegt. Es stellt sich generell die Frage, warum gesunde Lebensmittel teuer und gesundheitsschädlich billig sind. Also da müssen wir auch ganz klar ran, aber das ist eine Sache hier auf Mitgliedstaatenebene, also in Deutschland, dass wir die Mehrwertsteuer auch mal anders kalibrieren. Das heißt, dass auf Obst und Gemüse, was gesund ist, einen geringeren Mehrwertsteuersatz haben, sodass sich das jeder leisten kann. Und ungesunde Produkte wie Chips oder alles, was zu viel Zucker und zu salzhaltig ist, dass das auch entsprechend mehr kostet und nicht so billig zu haben ist. Denn das würde auch umlenken. Also in anderen Ländern hat man gezeigt, als zum Beispiel eine Zuckersteuer eingeführt wurde, ist der Konsum von diesen sehr zuckerhaltigen Produkten runtergegangen. Und das ist ja auch was Gutes, weil wenn wir zu viel Ungesundes zu uns nehmen, zu viel Zucker, zu viel Salz, dann belastet uns das und das ist nicht gut für unsere Gesundheit. Also das ist auch etwas, wofür ich im Europäischen Parlament eintrete, dass Gesundes für jeden zugänglich ist, dass jeder sich das leisten muss und dass wir Ungesundes mal entsprechend besteuern. Am Ende bleibt natürlich die wichtigste Frage, wie hat es den Gästen im Wintercafé denn geschmeckt? Ja, Olaf, jetzt hast du das Sarah Wiener Menü hast du genossen und wie war es denn? Ja, es war recht lecker, also war fein, das Püree hatte gute Konsistenz gehabt und vom Geschmacklich her richtig gut, also ich kann. Prima, also beim nächsten Mal, wenn sie kommt, bist du auch wieder dabei. Auf jeden Fall. Ich finde es auch eine tolle Sache, dass man hier auch in Heidenheim bei der AWO sowas geboten kriegt. Ja, das ist ja auch nicht immer so klar.